Bukarest, unmittelbar nach einem Angriff der 15. US-Luftflotte. Die rumänische Hauptstadt, in der damals rund 900.000 Menschen lebten, war lange Zeit von größeren Luftangriffen verschont geblieben. Erst im April 1944 begannen die Alliierten mit massiven Einflügen. Einen Tag nach dem ersten schweren Angriff dreht Hirt Reger diese Bilder. Der Hauptbahnhof, wichtige Drehscheibe für den militärischen Nachschub, ist völlig zerstört. Stellwerke und Bahngleise gleichen einer Trümmerwüste. Erste Aufräumarbeiten in einer apokalyptischen Welt von verbogenen Eisenträgern und ausgebrannten Stahlgerippen. Auch zivile Ziele sind verwüstet. Unter den eingestürzten Häusern liegen noch viele Verschüttete. Rumänische Feuerwehrleute beginnen den Wettlauf gegen die Zeit, um die Verschütteten zu retten. Der rumänische Königspalast mit erbeuteten Panzerkampfwagen hat das Bombardement weitgehend unbeschadet überstanden. Am 31. August 1944, rund vier Monate nach diesen Aufnahmen, fällt Bukarest in die Hände der Roten Armee. Für viele Menschen beginnt ein Martyrium. Rumänische Kommunisten und Partisanen wüten auf den Straßen und töten jeden, der im Verdacht steht, mit den Deutschen kollaboriert zu haben.